Hi Bushcraft-Freunde, ich stelle heute mal die Tatonka-Lastenkraxe vor. Hab mir dafür überlegt, dass ich hier mal heute mal in meinem Zimmer bleibe. Also, das ist das gute Stück, das hatte ich jetzt auch in Schweden mit bei. Wollte ich einfach mal kurz was zu sagen, weil ich es relativ viel im Internet so finde, aber relativ wenig deutschsprachige Videos dazu. Ich drehe sie mal um. Das hier ist das Tragesystem, das V2 mit einer verstellbaren, in der verstellbaren Differenz zwischen Schulterteil und Hüftteil. Die ganze Lastenkraxe wiegt 2,4 Kilo. Ich habe auch gleich nochmal ein Maßband, da kann ich nachher nochmal was nachmessen. Höhe waren, glaube ich, etwa 80 cm. Ich möchte hier auch gar nicht so zu diesen Daten kommen, sondern eher so ein bisschen mal zu der Problematik Lastenkraxe. Man kann halt unglaublich viel draufpacken, das habe ich halt auch immer mal wieder gezeigt, dass das möglich ist. Ich habe in Schweden da 33 Kilo drauf gehabt. Nachteil ist auch, man wird halt auch ganz schnell zu schwer, weil klassische Taschen lassen sich oft schwer ranpacken. Deswegen nimmt man halt eher Seesäcke. Die wiegen halt aber leer schon richtig viel. Der zum Beispiel hier wiegt 0,7 Kilo leer. Dadurch holt man sich natürlich irre viel Gewicht ins Boot, beziehungsweise hier in dem Fall an den Rücken. Auch mit Tatonka Lasten Seitentaschen hier, davon hatte ich auf einer Schwedentour rechts und links jeweils eine. Da hatte ich das Zelt dann halt in so eine Tasche noch extra reingepackt, hatte ich jetzt auf einer Zweitagestour nicht benötigt. Das Ganze wird unglaublich breit, was Bäume angeht, unglaublich hoch, hier durch die Isomatte. Die ganze Konstruktion ist sehr sperrig und vor allem man merkt auch einfach hier, ist ohnehin schon relativ viel Platz zwischen dem Rücken der Lastenkraxe und dem Gepäck. Zwischen dem Gestell. Dann hat man hier nochmal Ventilation, also man ist locker so ein Stück weg nachher vom Gewicht. Sieht man auch hier ganz gut. Kann man natürlich bestimmt auch noch besser packen. Ich bin ja auch selber noch so ein bisschen am Entwickeln und Schauen. Hier habe ich mir noch eine ganze Sache gemacht. Ich fange einfach an, das ein bisschen abzupacken. Also es lässt sich unglaublich viel noch befestigen, aber man wird auch extrem schnell dazu verleitet, wirklich zu viel drauf zu packen. Habe ich jetzt mehrfach gesehen. Das war jetzt nur eine Zweitagestour und ich glaube, ich hatte auch mal wieder fast was an die 20 Kilo, weil es ist so schnell gemacht hier mit diesem System. Da ist einfach zack, zack und ja. Und ihr seht auch, die ganzen Sachen sind nicht so, dass man halt eine große Tasche hat, an der die kleinen Taschen befestigt sind, sondern alles ist zusammen an der Kraxe befestigt. Und wenn ich den mittleren Sack abhaben möchte, muss ich erst die anderen Sachen abmachen. Braucht extrem viel Zeit, also zum normalen Packen brauche ich hier naja, fast eine halbe Stunde. Im normalen Rucksack geht es in der Hälfte der Zeit. Genau, hier habe ich einen Kletterkarabiner dran mit einem Seil von rechts nach links. Ich hoffe, man sieht das Ganze ganz gut. Und hier habe ich halt jetzt so Dinge wie Sandalen dran gemacht und so weiter. Die habe ich hier nochmal ein bisschen gesichert, dass die sich nicht so drehen die ganze Zeit. Eine leere Wasserflasche dran gepackt. Hier halt die Seitentasche, aber ihr seht schon, das ist ein Wust von Riemen. Hier halt der Karabinerhaken, so ein von, was war denn das nochmal? Black Diamond, den hatte ich mal in Münster gekauft. Wie auch immer, also ich glaube, ihr seht selber, es ist sehr, sehr schwierig, das Ganze übersichtlich zu packen, organisiert zu packen und halt auch so zu packen, dass man überall schnell rankommt. Weil jetzt hier durch die Isomatte ist das oben versperrt, also mal wie bei einem Rucksack eine Deckelfach, wo man schnell was reinpacken kann, hatte ich jetzt halt nicht so richtig, ja, mir nicht so überlegt oder nicht so designt. Auf meiner Schwedentour hatte ich dann immer in der Isomatte oben eingerollt in meine Jacke, das war ganz schön, weil dann war die sehr sicher vor Gestrüpp, weil das Gestrüpp zerfetzt hier die Matte doch ordentlich, dann hat man die Belastung schon mal nicht auf dem, ja, auf der teuren Jacke. Diese Isomatten kosten ja nichts, das ist nicht so wichtig. Ja, hier hat man halt so einen Packsack. Einen Moment. Ja, auch cooles Teil, hinten noch ein Sitzkissen drin, was dem Ganzen ein bisschen Polsterung gibt. Da hatte ich auf meiner Schwedentour den Essenssack so draus gemacht. Hier hatte ich jetzt auf meiner Tour halt auch Essen dabei, Kleinkram dabei, was halt wasserdicht bleiben soll und so weiter. In dem hatte ich hier unten einen Kocher drin und noch ein bisschen Zubehör, so Hygiene und so weiter. Ja, wird halt aber extrem schnell, finde ich, sehr, sehr viel. Allein der ganze Umriss hier ist unglaublich breit, obwohl die Kraxe an sich selbst gar nicht so ein Monstermaß unbedingt hat. Ja, also, ob ich die jetzt, was soll ich sagen, ob ich die jetzt empfehlen kann und so weiter. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr persönlicher Ausrüstungsgegenstand. Das, glaube ich, wird
mir auch jeder so, ja, weiß nicht, bestätigen können. Ich sehe hier gerade, naja. Und ja, man muss halt schon ein bisschen sich damit anfreunden. Hier sieht man es nochmal ganz gut. Hier ist wirklich viel Abstand zwischen dem Gestänge, der Plane oder hier dem Material. Und dann nochmal hinten Polsterung und dann kommt erst der Rücken. Also, wie gesagt, ist so ein Stück etwa. Schon relativ viel. Die Lastenkontrolle ist ja soweit hier. Und hier unten halt. Hier habe ich mir noch zum Teil noch ein paar Riemen wirklich schon fest dran genäht, damit ich wenigstens so halt immer welche, sag ich mal, dabei habe. Dann hier noch halt noch mein rotes Seil. Aber ihr seht es selber hier beim Abpacken, also es liegt nicht an dem Produkt, an der Kraxe an sich, aber ich sag mal so, man braucht halt wesentlich mehr Einarbeitungszeit, bis man mit diesem System gut klarkommt als mit einem normalen Rucksack. Hier dieser Sack zum Beispiel, der ist viel zu groß, den habe ich halt dabei, um halt zur Not alles wasserdicht verpacken zu können. Der hat 109, 106 Liter, wiegt halt dementsprechend viel. Auch das ist jetzt eine Sache, da würden sich viele Leute drüber streiten. Da passe ich fast rein in diesen Sack. Hat sich aber in Schweden oft ganz gut bewiesen, wenn halt große Einkäufe wasserdicht verstaut werden mussten, bevor man die halt irgendwie, weiß nicht, umverteilen will auf kleinere Portionen in die Rucksäcke oder halt nicht alles mit ins Zelt nehmen will, ist halt auch nicht schlecht. Oder an einem Tag hatte ich Gepäck im Wald zurückgelassen, konnte es dann wasserdicht verpacken, um auf einem Trip in die Stadt halt nicht ganz so viel dabei haben zu müssen. Also schwierig, ob das jetzt schlecht oder gut ist, da kann man jetzt, glaube ich, so ein bisschen, ja, sich drüber streiten. Also das waren ja erstmal so ein bisschen die Eindrücke zu der Kraxe. Ich werde auf jeden Fall nochmal ein neues Video machen und ich werde mir beim Waldläufer, dann im Shop, diesen schwedischen Armeerucksack, da diese Kraxe holen, um mir dann diese Tasche hier drauf zu montieren, weil die hat, was ich so erfahren habe, so 40 Liter, 35, 40 Liter Volumen. Da hätte ich eventuell unten noch ein bisschen Platz, um hier diese rote Packrolle mit dem Schlafsack drunter zu packen und hätte dann halt einen, doch eher einen Rucksack, um das alles ein bisschen organisierter anzugehen, weil so mit so vielen Einzeltaschen, das ist wirklich sehr, sehr nervig. Wenn man jetzt in der untersten Tasche von dieser Seitentasche, also im untersten Fach hier, was unterste Etage was rausholen will, muss man erst diese ganzen Gurte lösen, weil die logischerweise, wenn die hier drum sind, das Ganze wie so eine Presswurst verhindern, dass das Ganze nach oben wandern kann. Dementsprechend müssen wir alle Gurte lösen, dadurch geht das Ganze wieder in so ein Ungleichgewicht rein. Ja, schön ist natürlich, dass man die schon abstellen kann, dass die sehr sauber steht, auch auf etwas unebenen oder feuchten Untergrund. Ja, also ich habe die, glaube ich, für 140 Euro gekauft. Die gibt es so 140 bis 180 Euro im Internet zu kaufen. Müsste mal schauen. Ja, war jetzt meine Idee, mal hier so ein Video zu machen, weil, wie gesagt, in deutscher Sprache ist da nicht so viel dabei. Aber ja, das war erstmal so mein Ding. Ich mache einfach nochmal, gehe nochmal kurz, vielleicht noch ein bisschen näher ran. Ich entschuldige mich schon mal dafür, dass ich das Ganze in meinem Zimmer mache. Gestern auf der Tour, da war es am Ende mit den Kilometern so stressig, da habe ich es einfach nicht mehr geschafft draußen. Aber ich denke, ja, wie gesagt, ich möchte hier gar nicht groß jetzt irgendwie technische Daten vermitteln, die lassen sich ja überall im Netz sehen. Aber mal so ein bisschen mein Eindruck. Also hier die Verstellmöglichkeit ist schon sehr, sehr gut. Da lässt sich wirklich ordentlich was machen. Ich schätze mal so fast 20 cm nach oben und unten. Und ja, das ist jetzt so die Tatonka-Lastenkraxe. Danke fürs Zuschauen. Ich bringe auf jeden Fall nochmal einen Bericht, wenn ich da mein System weiter modifiziert habe. Und erstmal alles Gute. Ciao.